Ich glaube, das hier wird eine kurze Folge. Ja, um mit dem Pfadfinder von Level 12 auf Level 13 zu Level, genau, Level 13 zu kommen, müssen wir 8 Gegner aus mehr als 200 Metern Entfernung im Chemiewerk von Golem Island töten. Ich weiß nicht so ganz, wie das funktionieren soll, weil so groß ist das Ding nicht. Aber das klingt für mich auch irgendwie eher für eine Aufgabe für den Scharfschützen. Dann müssen wir 3 Gegner töten, indem wir aus der Hüfte schießen. Ultra dämliche Aufgabe. Und einmal 4 Gegner mit der Amaros-Drohne endlich mal wieder. Und dann war's das. Ein Heli, die rein zufällig immer genau über unsere Köpfe fliegen. Einfach ohne Sinn und Verstand. Gutes Ding, Ghostlied. Ich muss aber erst dahin. Aber wir haben war das in der letzten Folge? Ich glaube, haben wir ja auch schon 2 Gegner dort getötet. Und die Entfernung müsste eigentlich passen. Muss man gerade schauen, ob ich die Marker hier sehe, wenn ich sie setze. Ja. Ganz da hinten? Das hört sich so nah an. So. Also dort sind es von uns aus gesehen 400 Meter. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben hier immerhin einen richtigen Counter. Das heißt, ich mache die Markierung nochmal weg. Das heißt, wir sehen direkt, ob es geklappt hat. Jo, reicht. Hat geklappt. Verdammt, wir wurden entdeckt. Ja, wir wurden entdeckt. Ist das ein Zeit Gegner für die wirklich? Nachtsichtbrille. Ich weiß es nicht, ob das ein Gegner ist. Ja, es ist einer. Jetzt hat er sich bewegt. Es rennt der Entdeckung. Problem ist die Behemoth-Drohne, die natürlich ganz genau weiß, wo wir sind. Ich hasse es einfach. Ich hasse diese Teile. Wie die fucking Pest. Gut, vielleicht hätte ich ein bisschen drauf achten sollen, dass die Gegner. Also, dass jetzt nicht jeder direkt sieht, wenn der Gegner umfällt. Schwergewicht lasse ich mal. Ich könnte eigentlich auch abhauen. Einfach kurz abhauen. Dass sich die Drohne wieder beruhigt und dann komme ich wieder. Ich weiß nicht, wie weit ich abhauen muss. Er schießt immer noch. Geh mal bis zum Biwak. Also die Teamkameraden sind. Ah, jetzt kommen sie langsam. Schießt immer noch. Moment mal, das seh ich ja jetzt erst. Das sehe ich ja jetzt erst. Hab ich das jemals gesehen? Vorher? Diesen Thronenfriedhof hier? Ist was vom Raid, ne? Raid Shadow Legend. Cool. Coole Location. Ich denke, die Drohne hat sich jetzt beruhigt. Gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, die Gegner haben sich auch beruhigt. Aber die sind so weit weg, die müssten eigentlich sogar despawned gewesen sein. Denke ich. Und sogar bei. Was ist denn das Biwak? Das Biwak ist hier, ne? Hier ist das Biwak. Ich bin sogar weiter gelaufen als das Biwak. Okay. Gut.
Auf jeden Fall einen haben wir schon. Die Länge der Folge wird jetzt nur noch durch mein Aim bestimmt. Und meine Fähigkeit, Leute zu töten, ohne dass es jemand mitkriegt. Am besten töte ich von oben nach unten. Oh, ich glaube, da ist alles nochmal gechillt, hoffe ich zumindest. So, ja, die sind alle gechillt. So, haben wir hier oben irgendwo einen Scharfschützen? Da. Hab ich ein Glück, dass ich den getroffen habe. Ich hätte nicht nachschießen können. So, es war einer. Steht ein Wolf. Da läuft ein Sentinel. Die Sentinels sind am schwächsten. Also die haben weniger Leben. Deshalb würde ich auf die gehen. Hä? Was macht denn er? Hat er einfach auf der Treppe rumgedreht. Die wissen ganz genau, und ist zur Seite gegangen. Na toll. Das ist ja toll. Na toll. Ich könnte eigentlich jetzt schon wieder abhauen, weil die Drohne jetzt eh gleich wieder anfängt da rumzuballern. Schön wäre es, wenn die Drohne mal despawnen wird. Schwergewicht lasse ich. Guck mal, wo die hier hinrennen. Rennen alle ins Haus. Jetzt kommen sie wieder raus. Kannst du dir nicht ausdenken. Was machen die? Wie Ameisen. Schon wieder nur einen Gegner geschafft hier. Schwergewicht, tapst auch da hoch. Hm. Keine Gegner mehr da. Sind alle da reingerannt. Ich glaube, ich habe den Helm getroffen. Sieht so wenig. Ich bin auch sehr stark nach vorne gelehnt gerade. Keine Ahnung. Ja, den Kopf auf die Distanz zu treffen. Mit einem Vierfachvisier oder nee, sechsfach ist das, ne? Das wäre auch zu schön. Guck mal, da haben wir einen, der sich da festgebackt hat. Scheiße, nicht schlecht, Boss. Ja, gut. Sonst sehe ich halt keinen. Die sind alle da reingerannt. Die sind bestimmt da rein, hinten raus und kommen mich jetzt holen von hinten. Die wollen mich von hinten nehmen. Die Drohne ist relativ gechillt. Aber es sind halt keine Gegner mehr da. Na gut. Na gut. Ich akzeptiere das mal so. Weißt du was? Ich hole jetzt das Auto mit. Also. Ich fahre jetzt mit dem Auto weg und komme mit dem Auto auch wieder zurück. Da sind wir schneller. Nee. Ausruhen können wir uns, wenn wir tot sind. Was ist noch früh genug passiert? Vielleicht wird die Folge doch nicht so kurz, wie ich dachte. Wenn ich immer nur ein, zwei Gegner hier erledige. Meint ihr, das reicht? Wir werden sehen. So. Schauen wir mal, ob es gereicht hat. Schauen wir mal. Da hinten steht einer. Ist das einer? Glaube. Hä? Irgendwas backt da rum. Oh, ich habe ihn aber gekriegt. Hab zwar mein halbes Magazin leer geschossen, aber ich habe ihn gekriegt. Gut.
Den habe ich auch gekriegt. Kannst du mir mal sagen, warum der Bullet Drop jetzt so extrem ist auf einmal? Der war eben nicht so extrem. So, noch zwei. Shit. Und es geht wieder los. Warum ist der Bullet Drop auf einmal so extrem? Der war eben echt nicht so extrem. Jetzt muss ich ja schon mit dem zweiten Punkt zielen hier. Keine Ahnung. Wir gehen wieder weg und kommen wieder. Oder meine ich das nur? Ich muss mir das nachher in der Aufnahme mal nochmal angucken. Aber ich bin der Meinung, der Bullet Drop war eben nicht so schlimm. Nicht so krass. So, und wieder zurück. Gut. Vielleicht, weil ich da hier so am Gebäude gehockt habe. Hat's nicht gereicht. Hat's jetzt echt nicht gereicht. Das ist echt schade. Ja, die rennen da oben noch rum. Schade. Dann eben nochmal, oder? Ich kann mich auch einfach mal hier auf die Brücke legen. Nochmal den Bullet Drop checken. Ja, tatsächlich. Tja, da ist niemand mehr. Ne, komm, das hat keinen Wert. Wenn ich jetzt hier noch 5 Stunden liege und drauf warte, dass da einer kommt. Fahre ich einfach wieder da hinten hin, wo wir eben waren. Hoffe, dass ich das Auto nicht aufs Dach dreht. Und ja. Oh, oh, oh mein Gott. Nicht sehr fahrzeugfreundlich hier. So, da ist das Biwak. Fahren noch ein bisschen weiter. Das ist der Totenfriedhof. Und da drehen wir wieder um. So. Jetzt müssen die aber wirklich wieder gechillt sein. Oh mein Gott. Also eigentlich despawnen müssten in der Distanz. Denke ich mal. Ich weiß nicht genau, in welcher Distanz die despawnen, aber ich glaube 1 Kilometer, also 1000 Meter, ist die Distanz, in der sie überhaupt gerendert werden. Ja, gut. So. Und jetzt ist der Bullet Drop wieder. Guckt euch das an. Eben war das so. Jetzt ist es plötzlich so. Ich check's nicht. Oh nee. Ob das mit der First-Person-Mod zusammenhängt? Wir wissen ganz genau, dass wir hier sind. Ja, leider. Ich hab's halt verkackt. Hä? War das der einzige Gegner, der hier ist? Oh, Alter. Ist jetzt nicht wahr, ne? Komm, ich habe jetzt keine Lust mehr hier drauf. Ich bin aber im Kampf. Ach, weißt du was? Ah ja, komm. Ja, töte mich! Ich bin hier! Ist es so dumm, um mich zu töten? Töte mich jetzt! Folge sollte eigentlich kurz sein. Und nicht so lang.
Aber mit so einem inkonsistenten Bullet Drop kann ich einfach nichts machen. Ja, er soll mich töten, bitte. Geht doch. Was willst du da denn auch machen, ne? Wenn der Bullet Drop mal so ist. Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht, ob das jetzt mit dem. Mit dem. Dingen zusammenhängt, mit der First-Person-Mod. Aber mit der Zoom-Stufe kann es nicht zusammenhängen, weil ich die ganze Zeit so gezoomt habe, weil so ist der viel zu klein. So, kommen die letzten zwei. Die restlichen beiden Aufgaben sind ja relativ easy. Außer das mit aus der Hüfte, das ist echt dämlich. Alarmbereitschaft, Kontakt steht bevor. Warte mal, weißt du was? Da sind ja zwei Gegner. So. Nee. Ich glaube, der Feuerstoß ist mir zu langsam. Die Tarnung kann mir hier, glaube ich, echt gute Dienste erweisen. Hallo? Das war einer. Hätte ich eben schon so machen sollen. So, dann erstmal Bullet Drop Check. Okay, ist wieder über dem ersten. So, einer. Ist hier ein Schwergewicht? Nee, das ist ein Wolf. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Wir haben's. Sehr gut. Sehr gut. So, Camp Salamander. Wir sind jetzt nicht im Kampf, ne? Doch, sind wir. Na toll. Na gut, dann fahren wir eben so weit weg, bis wir nicht mehr im Kampf sind. Vielleicht treffen wir unterwegs noch eine kleine Patrouille, die wir über Gegner aus, mit Schüssen aus der Hüfte töten können. Schüsse aus der Hüfte, falls ihr dieses Tutorial von mir noch nicht gesehen habt und nicht wisst, wie es geht, einfach nur schießen drücken. Einfach nur schießen drücken. Nicht anlegen, nicht also nicht durchs Zielfernrohr schauen, also nicht ADSen, nicht mit dem Laser zielen auch. Einfach nur schießen drücken. Oh, hallo. Mit denen will ich mich jetzt nicht anlegen. Minigun ist sehr gefährlich. Nochmal Wärmebild. Das ist ein Auto, ne? Ja, natürlich, das ist ein Auto. Ich will normale Patrouille. Aber wir müssten eigentlich auch jetzt weit genug weg sein, ne? Ja. So, Camp Salamander ist hier. Dann gehen wir hier zu diesem Biwak. Und machen die Aufgabe mit der Amaros-Drohne. Gehe auf Nachtsicht. So. Ich renne einmal darüber. Damit wir nicht zu nah, damit die Drohne nicht zu weit weg ist. Sondern dass er im Idealfall direkt drüber fliegt. Hab ich Wasser ausgerüstet? Nee. Dann ist auch egal. So, wir haben 4 Uplink-Protokolle. Damit müssten wir es hinkriegen. Aber ich glaube, wir müssen die bei einem Einsatz der Amaros-Drohne töten. Genau. So, wir setzen uns hier in die Ecke. Und spielen Gameboy. Amaros-Drohne in Position. Bereit für den Zugriff. Ja, scannen, dann anlocken. So, scannen. Dann hier, oder? Hier anlocken. Ich muss ja nicht 4 Stück auf einmal töten, ne? Dann haben wir hier 3 auf einmal.
Da noch eine. Einen. Die gehen natürlich alle rein. Außer der da. Der ist ein bisschen dumm. Und das wird halt mit dem Tod bestraft. Und damit haben wir die Aufgabe erledigt. Sehr gut. Hä? Warum ist er nicht gestorben? Man hat den Einschlag im Turm gesehen, da wo er gesessen hat. Naja. Gut. Und jetzt noch ein paar Gegner töten. Mit Schüssen aus der Hüfte natürlich. Wir haben hier einen Funker. Der ist jetzt natürlich reingerannt. Natürlich. Super. Prima. Upsala. Au. Bisschen angefackelt. So. Kommt raus, wo immer ihr seid. Hallo. Oh shit. Ja, ich kann da nicht rein. Das ist schlecht. Team, geht dorthin. Zu dieser Position. Wir vermeiden, dass die mir hier das Gegner töten. Ich warte nur gerade, bis die Tarnung wieder aufgeladen ist. Ich glaube, ohne die Tarnung wäre das echt ultra schwer. Ist noch ein Funker. So, geschafft. Wir sind auf Level 12. Wir sind zwar tot, aber wir sind auf Level 12. 13, Entschuldigung, 13 sind wir. Auf Level 13. Gut. Diese dumme Aufgabe auch erledigt. Und die Folge hat leider doppelt so lange gedauert, als ich eigentlich gedacht hätte, dass sie dauert. Naja. So ist das manchmal.